Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Montag. Samstagnacht führte die Cottbuser Polizei eine richterlich angeordnete Hausdurchsuchung in Neupetershain durch. Vor Ort wurden 66 Menschen angetroffen. Drei Personen leisteten Widerstand und wurden in Gewahrsam genommen. Gegen eine weitere Person wird wegen des Verwendens verfassungswidriger Zeichen ermittelt, da sie den Hitlergruß zeigte. Unter den Angetroffenen befanden sich mehrere Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung Brigade 8. Weiterhin waren die rechtsextremen Bands Death or Glory und Sonderkommando Elbe anwesend. Auch ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung wurde dokumentiert und dem Gesundheitsamt weitergeleitet. Die Veranstaltung wurde aufgelöst. Ebenfalls sichergestellt wurde ein Teleskopschlagstock. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde angefertigt. Das Bahnnetz Ostbrandenburg bekommt bald 31 batterieelektrische Züge. Die umweltgerechten Züge sollen ab Dezember 2024 auf allen Linien des Netzes Ostbrandenburg fahren. Damit kommen erstmalig batterieelektrische Regionalzüge im VBB-Verbundgebiet Berlin und Brandenburg zum Einsatz. Bisher verkehren auf den Linien des Netzes Züge mit Dieselantrieb. Zukünftig sollen jährlich rund 4,4 Millionen Liter Diesel weniger im Netz verbraucht werden. Die neuen Züge werden die lokale CO2-Emission reduzieren und einen signifikanten Rückgang an Feinstaubemissionen erreichen. Der Batteriehybrid-Triebwagen bezieht seine Energie aus der Oberleitung und hat eine Reichweite von mehr als 90 Kilometern. Bald ist es soweit, das Winterwunderland kommt und verspricht eine Rodelpiste mitten in der Innenstadt. Noch stehen die Baugerüste, doch das soll sich bald ändern. Was sonst noch wichtig ist, seht ihr jetzt in den Kurznachrichten. Eine Rodelpiste im Stadtzentrum. An der Cottbuser Stadtpromenade wird gerade fleißig gebaut. Dieses große Baugerüst lässt schon erahnen, dass es sich hier um eine Rodelbahn handelt. In ein paar Tagen entsteht hier eine Piste zum Schlittenfahren und das mitten in der Stadt. Etwa 60 Meter lang soll die Bahn letztendlich werden. Wie es im fertigen Zustand aussieht, erfahrt ihr in der kommenden Woche bei LTV Aktuell. Sonderausstellung zu 50 Jahren Städtebauförderung startet. Informative Themenabende zur Stadtentwicklung starten ab dieser Woche. An fünf Abenden sollen Themen wie die Bundesgartenschau, der Ostsee, Mobilität, Wohnraumversorgung und Strukturwandel besprochen werden. Die Themengalerie findet in den Räumen der Ausstellung statt. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der Internetseite www.cottbus-stadtentwicklung.de. Platz an der Sonnenuhr soll neu gestaltet werden. Das Gelände unweit des Altmarkts bekommt einen neuen Look. Zusammen mit der BTU bereitet die Stadt Cottbus die Neugestaltung des Platzes vor. Dabei steht die Sonnenuhr im Fokus. Der Platz soll künftig eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Deshalb werden Nutzerinnen und Nutzer des Parks in der kommenden Woche in einer Umfrage um ihre Meinung gebeten. Doppelter Jubel im Brandenburger Landespokal. Der FC Energie Cottbus siegte am Wochenende im Landespokal-Viertelfinale gegen Fortuna Babelsberg mit 8:0. Auch der VfB Krieschow war erfolgreich und zieht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Halbfinale ein. Der Oberligist gewann deutlich mit 4:0 gegen den starken Regionalligisten FSV Luckenwalde. Im Halbfinale stehen nun auch der SV Babelsberg und der MSV Neuruppin. Gut möglich, dass am 21. Mai der VfB Krieschow gegen den FC Energie Cottbus im Landespokal-Endspiel steht. Vom Lausitzer Finale können die Fußballfans in der Region also weiter träumen. Sportliche Erfolge konnten auch die Volleyballfrauen aus Spremberg verbuchen. Bei der Seniorenmeisterschaft trat das Ü31-Team am Wochenende an. Mit Siegeswillen und Teamspirit spielten sie sich bis ins Halbfinale vor. Leider fielen die beiden Angreiferinnen Silvana Schulze und Kati Schabernack verletzungsbedingt aus. Die Damenmannschaft erkämpfte sich dennoch einen verdienten zweiten Platz und somit den Vizemeistertitel 2021.
Mehr als 600 Kilometer Luftlinie und über 8 Stunden mit dem Auto zwischen Cottbus und Lund in Schweden. Karin Martens verließ ihre Wahlheimat Schweden, um hier in Cottbus am CTK zu arbeiten. Was sie in den hohen Norden verschlagen hat und warum sie wieder hier ist, erfahrt ihr jetzt bei uns. Hey und willkommen. Mein Name ist Karin Martens und ich bin neue Själavårdare hier bei Sjukhuset in Cottbus. Tidigare har jag jobbat 15 år i Sverige, i Södertälje. Men nu är jag här och jag ser mycket fram emot vad som händer här. Tack! Das war Schwedisch. Hallå und herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Martens und ich bin die neue Klinikseelsorgerin hier am CTK in Cottbus. Die letzten 15 Jahre habe ich in Schweden als Pfarrerin gearbeitet. Aber jetzt bin ich hier in Cottbus und sehe mit Spannung dem entgegen, was mich hier erwartet. Dankeschön. Nette Menschen, eine üppige Natur und viel Wasser. Anfang der 2000er Jahre bekam Karin Martens die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr in Schweden zu machen. Zu diesem Zeitpunkt studierte sie Theologie in Leipzig. Aus diesem einem Jahr sind dann aber schnell 16 geworden. Ihr Studium hat sie nämlich in Lund abgeschlossen. Seitdem arbeitete sie als Pfarrerin in unterschiedlichen Gemeinden, unter anderem sogar als Gefängnisseelsorgerin. Schweden und vor allem seine Menschen hat sie in dieser Zeit natürlich bestens kennengelernt. In Schweden ist es relativ leicht, so einen ersten Kontakt mit Menschen zu bekommen. Die sind auch alle sehr nett, aber dann jemanden also richtig tief kennenzulernen, das dauert schon lange. Da habe ich hier immer so ein bisschen Gefühl, das geht hier doch schneller, dass man Leute wirklich kennenlernt. So, das ist eigentlich so der größte Unterschied. Und dann die Schweden sind sehr, sehr vorsichtig, was Kritik angeht. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu Deutschland. Hier hört man doch schneller, das ist aber scheiße. Da sind die Schweden sehr viel zurückhaltender. Da muss man dann schon dreimal nachfragen, ob es nicht irgendwas gibt, wo sie denken, naja, das könnte man schon noch irgendwie ein bisschen anders machen. Das hat mich verwundert, das hätte ich nicht erwartet. Unterschiede gibt es aber auch in der Kirche selbst und wie der Glaube gelebt wird. In Schweden ist noch der Großteil der Menschheit in der schwedischen Kirche. Also als ich da hingegangen bin vor vielen Jahren, da waren es noch über 70%. Das ist jetzt auch ein bisschen zurückgegangen. Aber im Vergleich zu Ostdeutschland, wo ich ja auch aufgewachsen bin, hier sind das so um die 10%. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann ist die Kirche ist zwar auch eine lutherische Kirche, wie hier in Ostdeutschland im größten Teil. Man hat aber die katholischen Traditionen mehr bewahrt, weil die Reformation kam über Nacht, das hat der König entschieden. Und von daher ist das vielleicht gar nicht so eingedrungen in das Bewusstsein der Menschen, dass es eine lutherische Kirche ist. Damit meint sie zum Beispiel, dass Gottesdienste etwas bunter und lebhafter gefeiert werden, als es hier der Fall ist. Mit dieser Erfahrung ist Karin Martens nun also wieder zurück in Deutschland. Zum einen, weil sie näher bei ihrer Familie sein möchte, aber nicht nur deshalb. Na und dann habe ich aber auch die deutsche Kultur vermisst. Also einfach, das ist auch schwer zu erklären. Das habe ich eigentlich auch erst im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich doch deutscher bin, als ich gedacht habe. Das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren nicht so gewagt zu sagen. Am 1. November hat sie das Pfarramt der Klinikseelsorge im CTK übernommen. Täglich besucht sie in dieser Rolle Menschen und spricht mit ihnen, meist über Ängste. Aber hin und wieder auch über die Freude darüber, wenn es nach einer langen Krankheit endlich wieder bergauf geht. Der Glaube ist dabei zweitrangig, jeder kann mit ihr sprechen. Täglich mit den Sorgen anderer konfrontiert zu sein, ist nicht leicht, dennoch motiviert sie die Arbeit. Also abschütteln tut man das nicht, sondern also das ist schon auch ein Verarbeitungsprozess, den man mitnimmt. Und also eine Sache, die wichtig ist, ist halt für mich zu sagen, also das ist jetzt ihr Problem, ihr Bekümmernis sozusagen. Und ich gehe ein Stück weit mit ihnen und sie müssen das aber schon dann selber weitertragen. Das ist die eine Sache. Und dann habe ich auch natürlich meinen Glauben, der mir hilft, dass ich das bei Gott viel abladen kann und auch in Kollegen mit der Supervision, wo ich dann die ganz schweren Sachen einfach, natürlich erzähle ich nicht von Personen, sondern dann ist das halt der Fall, was mir besonders nahe geht, was ich dann auch mit meinen Kollegen teilen kann. Oder drei.
Auch wenn sie schon seit einigen Tagen hier arbeitet, offiziell wird Karen Martens am 27. November in der Gemeinde willkommen geheißen. Dann wird sie in der Lutherkirche mit einem Festgottesdienst in ihr neues Amt eingeführt. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch musikalisch war es ein erfolgreiches Wochenende für die Region. Zum Finale des 14. NVIM-Musikwettbewerbs präsentierten sich die Siegerinnen und Sieger der Landeswettbewerbe Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt im Staatstheater Cottbus. Ministerpräsident Dietmar Woidke würdigte die Finalisten des Wettbewerbs Musik aus Kommunen. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der jungen Philharmonie Brandenburg und den diesjährigen Siegern der Band High Five aus Elsterwerda. Auch im Konservatorium Cottbus gab es mit dem Solo Extra das traditionelle Konzert der besten Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums zu bestaunen. Verschiedene Vokal- und Instrumentalsolistinnen und Solisten bezauberten das Publikum, darunter auch der 15-jährige Joel Dominik Jahn, der als einer der besten deutschen Klarinettisten seiner Altersgruppe gilt. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Cottbus bei 317. Im Karl-Thiem-Klinikum werden derzeit 30 Patienten mit Covid-19 behandelt, davon 8 auf der Intensivstation. Von diesen 30 Patienten sind 23 nicht geimpft, darunter alle ITS-Patienten. Im Stadtteil Sachsendorf gibt es jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Hausarztpraxis Tatjana Zahn in der Heinrich-Mann-Straße 11 bietet immer mittwochs in der Zeit von 8 bis 10:30 Uhr Impftermine an. Eine Voranmeldung ist unter der eingeblendeten Telefonnummer möglich. Damit sind wir für heute am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich von euch und wünsche allen einen guten Start in die Arbeitswoche. Tschüss und bis morgen. Spinnt der Wasserhahn? Bleibt die Wohnung kalt? Und die Tür will auch nicht mehr. Ein Anruf reicht. GEMAG Gebäudemanagement, Sie sprechen mit Frau Leopold. Guten Tag. Die GEMAG hilft bei allen technischen Problemen in der Wohnung und rund ums Haus. Übrigens auch bei Havarien. 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Die GEMAG regelt das. (0355-8763-3×3) Wir stellen ein, wir bilden aus. Unterstützt uns als Service Center Agents oder als Fachkraft für Dialogmarketing. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse
ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Der Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. So vielseitig wie Sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Hey, was soll das mit dem Hafenbüro ohne Hafen? Ist das Marketing und Weltsensation zugleich? Ja, vielleicht, aber noch viel mehr. Für Wissensdurstige sind wir das Infozentrum zum Cottbuser Ostsee. Ein Jahrhundertprojekt mit vielen Superlativen. Zum Beispiel passen 252 Milliarden Flaschen Bier hier rein. Prost, Jungs! Für mich aber ist es das Spiegelbild meiner Seele. Hier ist der Treffpunkt für Visionäre und der Ankerplatz für Gespräche zur Vermarktung Ihrer Immobilie. Das Hafenbüro bringt Sie auf Kurs. Unterhaltsam, kompetent, nachhaltig und fair. Das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Eugen. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello, Eugen. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt.